Halten. Ihr könnt euch bitte schon mal bereithalten. Aber jetzt hast du, Annalena, das Wort. 3 Minuten. Könnt ihr nochmal Podium runter? Liebe Freundinnen und Freunde, wer nach wie vor daran zweifelt, dass wir Grünen in der Opposition keinen Biss haben sollten, der muss sich nur mal die Kohledebatte anschauen. Vor einem Jahr noch sprach Sigmar Gabriel auf unserem Parteitag. Das Wort Kohle kam auch damals nicht vor. Und wir haben uns danach besonnen und haben gesagt, wir müssen den Kohleausstieg als zentrales Projekt unserer Partei in diesem Jahr machen. Und das war richtig und gut so, liebe Freundinnen und Freunde. Weil ohne Druck passiert bei der Bundesregierung bei diesem Thema einfach gar nichts. Aber wie viel wir als Grüne gemeinsam mit den Umweltverbänden mit Biss und Druck erreichen können, das hat sich in der letzten Woche gezeigt. Ich weiß nicht, wer diesen fulminanten Auftritt von Gabriel bei der DENA gesehen hat, wo er von oben herab Greenpeace erklärt hat, wie kann man nur so blöd sein und den Kohleausstieg zeitgleich mit dem Atomausstieg fordern, wie kann man nur so blöd sein, jetzt CO2-Grenzwerte für Kohlekraftwerke einzuführen. Und was ist heute Nacht passiert? Außer einem Ministerium sickern Papiere durch, dass bei den Kohlekraftwerken doch was getan werden muss. Das kann doch nicht sein, Herr Gabriel, dass Ihr Ministerium Sie mittlerweile beim Klimaschutz sogar noch rechts überholt. Das gibt es einfach nicht. Und wir müssen jetzt weiter Druck machen, denn die Vorschläge reichen eben nicht auf. Das sind wieder so eine Nebelkerze, damit man rauskommt mehr aus den Schlagzeilen, wo steht, Deutschland hat seine Klimaschutzziele aufgegeben. Wir müssen weiter Druck machen, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Wir brauchen einen Strukturwandel im fossilen Kraftwerkspark. Das heißt, wir müssen sukzessive Kohleblöcke aus dem Netz nehmen. Und was wir vor allen Dingen brauchen, und das sage ich vor allen Dingen auch aus Ostdeutsche, ist, wir müssen deutlich machen, es gibt keine neuen Tagebaue in Deutschland. Alles andere wäre wirklich beschämend in der internationalen Klimapolitik. Es kann doch nicht sein, dass wir andere Länder auffordern, ihre CO2-Emissionen zu senken und dass wir zeitgleich weiter Leute zwangsumsiedeln, um noch in den 2040er Jahren an die Kohle ranzukommen. Und es kann auch nicht sein, dass Schweden mittlerweile erkannt hat, dass es so mit Vattenfall in der Lausitz nicht weitergehen kann. Dass Vattenfall erklärt, wir wollen unsere Kohlekraftwerke dort loswerden und wir wollen aus den Tagebauen aussteigen. Und eine rot-rote Landesregierung in Brandenburg erklärt, super, wenn die Schweden jetzt wirklich Klimaschutz machen und raus wollen aus der Kohle, dann steigen wir als rot-rotes Land Brandenburg am besten in die Kohleverstromung ein. Das ist wirklich beschämend für eine linke Politik, meine lieben Freundinnen und Freunde. Und eins auch noch an die Bundesumweltministerin. Wir verlieren international an Glaubwürdigkeit, wenn wir weiter Nebelkerzen senden. Es war wirklich für uns als Deutschland, das immer die Vereinten Nationen hochgehalten hat, ein Skandal, dass Merkel nicht zum Ban Ki-moon-Gipfel nach New York gereist ist. Aber jetzt legt das Bundesumweltministerium noch eine nach. Barbara Hendricks hat angekündigt, Deutschland wird aus der internationalen Kohlefinanzierung aussteigen. Das bedeutet, dass wir nicht weiter Geld reinstecken, in anderen Ländern neue Kohlekraftwerke zu bauen oder in Australien einen Kohlehafen subventionieren. Das hat sie groß angekündigt vor den Vereinten Nationen. Und was passiert jetzt? Jetzt erklärt uns wieder das Wirtschaftsministerium, nee, nee, so war das aber gar nicht gemeint. Wir meinten ja nur, in der Entwicklungspolitik wollen wir keine Kohle mehr fördern. In der Industriepolitik machen wir natürlich weiter. Das betrifft auch nur 2 Drittel der KfW-Förderung, aber sei drums. Damit verspielt Deutschland nicht nur seine klimapolitische Verantwortung in der Welt, sondern damit verliert Deutschland auch seine internationale Glaubwürdigkeit vor den Vereinten Nationen. Und das geht nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Und wer weiter behauptet, wenn 1 Euro weltweit an Subventionierung in die Erneuerbaren gehen und 6 in die Subventionierung von fossilen Energien, wer da, wie die Bundesregierung, weiter behauptet, die Energiewende sei zu teuer, der steckt einfach zu tief in der Kohlegrube und hat nicht gemerkt, dass die Welt sich weiter dreht. Denn mittlerweile hat bereits die Weltbank erkannt, das nächste Jahr muss das Jahr des Klimaschutzes werden, nicht nur um unseren Planeten zu retten, sondern auch um der Wirtschaft neuen Schwung zu verleihen. Herzlichen Dank, liebe Freundinnen und Freunde.
Vielen Dank, Annalena.